Ja, wenn es heute nicht so ungemütlich wäre, dann könnte man sagen, die Freien Wähler haben sich mit Degernbach ein richtig idyllisches Fleckchen Niederbayern ausgesucht für den Start in das für sie so wichtige politische Superwahljahr 2013. Und weil es eben für sie so wichtig ist, wollten sie hier gleich mit zwei Hauptrednern auftrumpfen. Als da wären der Landes- und Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger und Stefan Wehrhahn, der designierte Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Bundestagswahl. Der Jurist, Ökonom, Unternehmer und Enkel von Konrad Adenauer war bis vor wenigen Monaten noch CDU-Mitglied und fordert eine stabile Europolitik statt einer Schuldengemeinschaft. Ja, der Weg geht nur dahin, dass die Kriterien von Maastricht eingehalten werden müssen. Und wenn einzelne Staaten diese Kriterien nicht einhalten können, dann müssen sie entweder austreten, temporär, oder eine Parallelwährung einführen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn dann die Strukturreformen in diesen Ländern nicht greifen, dann müssen wir uns als Nordländer, als stabile Länder, selbstständig machen und müssen aus der Eurozone ausscheiden. Bei Hubert Aiwanger hatte man den Eindruck, er wolle die rund 250 Parteikollegen und Sympathisanten mit seinen Angriffen auf die Regierung bereits auf den Aschermittwoch einstimmen. Seit Tagen hört man nichts anderes mehr in den Medien, als wenn das Röslein jetzt dann vom Brüderchen beerbt wird, wenn das Schwesterchen schon abgesägt ist. Bayern und Deutschland hat andere Probleme als diese Personaldebatten. Und genauso hat Bayern und Deutschland andere Probleme, als sich vom Ministerpräsidenten jeden Tag seine Eskapaden anhören zu müssen. Ich muss sagen, sowas ist reif für eine politische Komödie, was dieser Ministerpräsident abliefert. Aber das ist keine Regierungsarbeit mehr. Ob Donauausbau oder die dritte Startbahn am Flughafen, die Privatisierungspläne für die Bahn, Aiwanger ließ kein gutes Haar an der Arbeit der Regierungskoalition. Für den Aschermittwoch gäbe es deshalb immer noch Munition genug. Und ich sage, wenn wir diesen vollen Saal sehen, dann glaube ich, wissen alle anderen, wo wir hinwollen. Wir wollen 2013 an die Regierung. Während bei den Freien Wählern in Degernbach also eindeutig der Angriff im Mittelpunkt stand, könnte man die Veranstaltung der FDP hier ein paar Kilometer weiter auf dem Bogenberg wohl eher mit dem Wort Schadensbegrenzung überschreiben. Angesichts der, sagen wir mal, derzeit nicht optimalen Umfragewerte und der aktuellen Personaldiskussion. Diese Diskussion würde der Hauptredner auf dem Bogenberg, Dr. Martin Lindner, am liebsten schnellstmöglich beendet haben. Man könne natürlich darüber sprechen, was alles schiefgelaufen sei. Zu Beginn eines Wahljahres sei es aber noch viel wichtiger, den Menschen zu erklären, was alles gut gelaufen ist. Das ist wie eine bayerische Standelfrau. Wenn die selber sagt, Mensch, die Wurst, die ich da verkaufe, schauen sich die doch an, ist ein bisschen wässrig und grau und so. Ja, ich darf es nicht fressen. Also ich meine, ja, kaufen Sie die Wurst. Kaufen Sie die Wurst dann noch. Der niederbayerische FDP-Bezirksvorsitzende Dr. Andreas Fischer mahnte zur Besonnenheit. Wir warten jetzt in aller Ruhe die Niedersachsenwahl ab, wie die FDP dort abschneiden wird. Aber ich sage auch, es ist nicht in erster Linie eine Frage, wie das Ergebnis dort sein wird, sondern wir müssen mit dem besten Team antreten. Das ist das, was jede Mannschaft in jeder Sportart vor einem wichtigen Spiel tut. Mit der besten Mannschaft antreten, das wird auch die FDP tun. Nach ausdrücklicher Rückendeckung für Parteichef Philipp Rösler hört sich das allerdings nicht an.